So sieht sie aus, die strahlendste Erfrischung, seit es Erfrischungen auf einem Center Court gibt. Mädels, wir sind hunderte Meter über dem Center Court, seid ihr schwindelfrei? Ja, schon. Man gewöhnt sich dran. Sie haben ja eine der schwierigsten Aufgaben bei dieser Europameisterschaft, der 1-Europameisterschaft. Sie müssen die Spritze bedienen. Ihr duscht sie zu sehr. Genau, ja. Wir sorgen für die Abkühlung. Welche Ausbildung braucht man dafür? Ja, das ist schon eine sehr schwierige Ausbildung, die man dazu benötigt, aber die haben wir. Habt ihr es in der Schule gelernt? Meine Feuerwehrmänner haben uns eingeschult. Da kommen ja 10 bis 12 Paar aus dieser Leitung. Wie hält man das aus? Ja, mit der Unterstützung der Feuerwehrmänner sind wir da ganz gut dabei und wir können dann ja auch einstellen, wie stark das wirklich rauskommt. Ah, ihr spielt da mit den Jungs zusammen? Genau. Wir ja. sind ein gutes Team, ein eingespieltes Team. Der Wetterbericht, ab morgen Freitag wird es schön. Das heißt, wann gibt es die erste Abkühlung? Also offiziell ab Samstag, aber wenn das Publikum, also ihr laut genug seid, dann können wir vielleicht da schon am Morgen spritzen. Das heißt, Wassermarsch mit unseren Erfrischungsgirls am Center Court. Ich hoffe, morgen schon laut genug sein.